Freizeit und Feste. 1. Wie gestalten Sie Ihren Tag? A. Als Student beginnt mein Tag mit einem Kaffee. Dann rasiere ich mich, dusche, frühstücke und ziehe mich an. Die Vorlesungen beginnen meistens um 8 Uhr. Am Nachmittag gehe ich in die Bibliothek oder ich treffe mich mit Freunden. Der Abend gehört der Familie. Wir essen gemeinsam, meine Eltern, mein Bruder und ich. Meistens lerne oder lese ich noch oder arbeite am Computer. Gegen 23 Uhr gehe ich ins Bett. 2. Wie verbringst du deinen Tag? A. Ich bin Schülerin. Am Morgen brauche ich immer viel Zeit. Ich schminke mich oft. Dann gehe ich in die Schule. Das Frühstück fällt meistens aus. In der Mensa esse ich dann etwas, wenn es mir schmeckt. Der Nachmittag vergeht mit Fernsehen oder Sport. Ein Tag ist wie der andere. 3. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? A. Als Hausfrau hat man immer viel zu tun. An den Wochenenden kann ich endlich ausschlafen, weil mein Wecker nicht klingelt. Wir faulenzen ein wenig. Manchmal gehen wir auch essen. Dann muss ich nicht kochen. 4. Wie viel Zeit verbringst du mit deinen Geschwistern? A. Ich spiele oft mit meinen Geschwistern Fußball. Ich habe noch 2 kleinere Brüder. B. Meine Geschwister und ich, wir gehen regelmäßig gemeinsam ins Fitnessstudio. 5. Wie viel Zeit verbringen Sie und Ihre Kinder zusammen? A. Unter der Woche arbeiten wir viel. So sind wir nur am Abend zu Hause. Für gemeinsame Stunden bleibt das Wochenende. B. Am Abend essen wir gemeinsam. Da besprechen wir immer alle Probleme. Am Abend lese ich meinen Kindern Geschichten oder Märchen vor. Oder ich zeige ihnen die alten Diafilme aus meiner Kinderzeit. Das mögen sie sehr. 6. Was machen Sie gemeinsam mit der Familie? A. Wenn mein Mann nicht arbeiten muss, machen wir an den Wochenenden Ausflüge. Wir gehen auch manchmal mit den Kindern in ein Museum, in eine Ausstellung oder in den Zoo. B. Unsere ganze Familie fährt gern Rad. Seit einem Jahr hat auch unser Jüngster ein eigenes Rad. So machen wir an jedem Wochenende kleine Touren in die Umgebung. C. Manchmal sehen wir uns gemeinsam einen Film an. Dann trinken wir Erwachsenen auch mal ein Glas Wein. 7. Was hast du zuletzt gemeinsam mit der Familie unternommen? Berichte darüber. A. Wir haben im Keller einen Fitnessraum. Dort haben wir gestern Tischtennis gespielt. Zuerst Vati gegen Mutti, dann ich gegen meine Schwester. Solche Spiele machen wir öfter. B. Wir waren bei den Freunden meiner Eltern zu einer Gartenparty. Alles alte Leute. Es war schrecklich langweilig. 8. Gehört ein gemeinsames Essen mit der Familie zum Abendprogramm? A. Unbedingt. Beim Abendessen haben wir endlich etwas Zeit füreinander. B. Bei uns ist jeder, wenn er hungrig ist. Meine Eltern arbeiten oft auch nachts. So sehen wir uns kaum. 9. Wie feiern Sie Geburtstage oder Namenstage in der Familie? A. Wir feiern nur unsere Geburtstage in der Familie. Da gibt es eine Torte und Geschenke. Alle Verwandten kommen, Großeltern, Tanten, Onkels, deren Kinder und noch meine Uroma. Sie ist 81, aber noch sehr fit. 10. Wie bereiten Sie die Feiertage in der Familie vor? A. Morgen ist mein Geburtstag. Es kommen 20 Gäste. Ich habe 2 Kuchen gebacken. Morgen mache ich noch 4 Erdbeertorten. Alles ist vorbereitet. Und wenn die Kinder kommen, helfen sie mir beim Tischdecken, Kaffee kochen und beim Tisch abräumen. Den Abwasch schaffe ich dann am nächsten Tag allein. Ich habe eine Spülmaschine. Alles ist ganz einfach, wenn man sich darauf freut. 11. Was kann man im Sommer noch alles feiern? A. Wenn die Tage wieder länger und die Abende wieder etwas wärmer sind, machen wir eine Sommeranfangsparty. Wir laden viele Freunde ein, machen ein Lagerfeuer und sind bei rockiger Musik fröhlich und entspannt. Das ist seit einigen Jahren schon Tradition bei uns. Gegessen wird, was jeder mitbringt. 12. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit mit der Familie,
an warmen Sommerabenden. A. Im Sommer grillen wir oft. Die Aufgaben werden verteilt und jeder packt mit an. Die Kinder machen Salate, wir kaufen die Würste. Manchmal kommen auch Freunde und dann machen wir ein kleines Lagerfeuer, braten Speck, spielen Gesellschaftsspiele. Das ist dann immer ein kleines Fest. 13. Wie bereiten Sie sich auf das Weihnachtsfest vor? A. Wir bereiten uns schon in der Adventszeit auf das Fest vor. Gemeinsam backen wir Plätzchen. B. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus und steckt kleine Geschenke und Süßigkeiten in die geputzten Schuhe und Stiefel. An den Adventssonntagen zünden wir immer eine Kerze mehr am Adventskranz an. 14. Wie feiern Sie das Weihnachtsfest? A. Der schönste Tag ist der Heilige Abend. Am 24. Dezember stellen wir einen Tannenbaum auf und schmücken ihn gemeinsam mit den Kindern. Wir hängen Kugeln, Sterne oder Lametta daran. Kerzen dürfen auch nicht fehlen. Nach der Bescherung gibt es ein festliches Abendessen. Es erklingen überall Weihnachtslieder. Geschenke werden ausgepackt. 15. Was feiern wir zu Weihnachten? A. Weihnachten ist ein christliches Fest. Wir feiern die Geburt des Christkindes. Um Mitternacht geht die ganze Familie in die Kirche zur Mitternachtsmesse. Das Weihnachtsfest gehört zu den schönsten Festen, weil die Familie beisammen ist. 16. Was für ein Fest ist Ostern? A. Ostern ist ein Frühlingsfest. Christen feiern die Auferstehung Jesu. Ostern feiert man nach dem ersten Vollmond im Frühling. Die Woche vor Ostern ist die Karwoche. 17. Wie feiern Sie das Osterfest? A. Es gibt viele verschiedene Bräuche, wie man die Osterfeiertage verbringt. Jedes Land hat seine eigenen. B. Nach einem alten Brauch färbt man gekochte Eier und verziert sie. Die schenkt man in Ungarn den Freunden, die am Ostermontag die Mädchen besuchen. C. In Deutschland stellt man bunte Frühlingsblumen und Weidenkätzchen auf den Tisch. Schmückt den Strauß mit ausgeblasenen Ostereiern. D. In beiden Ländern verstecken die Eltern gefärbte Eier, Schokoladenhasen und andere Süßigkeiten. Die Kinder suchen diese dann mit viel Freude. 18. Wie hilft Ihnen Ihr Mann bei der Hausarbeit? A. Mein Mann geht regelmäßig einkaufen. Ich schreibe nur eine Liste und er holt alles aus dem Geschäft. Das ist eine große Hilfe für mich. 19. Wie können Ihnen die Kinder im Haushalt helfen? A. Unsere Kinder helfen mir wenig. Sie sagen immer, dass sie viele Hausaufgaben aufhaben und lernen müssen. Aber ich glaube, sie haben nur keine Lust zum Putzen. So leiste ich mir manchmal eine Putzfrau, die nicht sehr billig ist. B. Mein Sohn ist sehr ordentlich. Er macht immer Ordnung in seinem Zimmer und wäscht auch seine Wäsche selbst. C. Meine Tochter muss ich loben. Wenn sie aus der Schule kommt, packt sie im Haushalt oft mit an. Wenn ich abends von der Schicht komme, ist alles blitzblank. 20. Haben Sie noch andere Hilfe bei Arbeiten rund ums Haus? A. Meine Mutter kommt oft zu uns. Sie spielt mit den Kindern oder hilft mir beim Kochen. B. Für die Arbeiten im Garten muss ich mir eine fremde Hilfe holen. Mein Nachbar ist zum Glück Rentner und hilft mir beim Rasenmähen, Bäume verschneiden, umgraben und beim Ernten der Äpfel.